jungen Menschen. Das hatten sie schon viel vor. In Europa haben auch schon viel beschlossen. Aber am Ende mussten doch gerade die jungen Leute den Eindruck gewinnen, dass dieses Europa eben ihre Probleme nicht lösen kann. Und das ist doch im Grunde Futter auch für jeden Populisten, der dann in Großbritannien für den Austritt werben könnte. Einverstanden waren. Also auch hier gilt, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie keine Verantwortung spüren in irgendeiner Weise, dass die Entwicklungen auch gerade beim Thema Flüchtlinge beigetragen hätte jetzt zu einer Europaverdrossenheit und zu diesem Ergebnis. Schauen Sie, die Umstände sind schwierig und wir standen vor der Frage, als Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak kamen ja im Wesentlichen im letzten Jahr über die Route des westlichen Balkans, über Griechenland. Lassen wir Griechenland alleine mit dieser Aufgabe? Behandeln wir Flüchtlinge richtig schlecht, wie das zum Beispiel in Ungarn gemacht wurde? Oder sind wir bereit, aus humanitären Gründen Menschen Schutz zu geben? Und wenn man sich mal anguckt, wo unser Raum der Freizügigkeit endet, dann ist das zum Beispiel auch Zypern gehört zum Schengen-Raum. Und gegenüber liegt Syrien. Wir sind also auch ein Nachbargebilde von Syrien. Und wenn man dann sieht, dass die Türkei 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, Libanon über 1 Million, Jordanien knapp 1 Million, dann weiß ich nicht, ob Europa nicht auch eine humanitäre Verantwortung in so einer Situation hat. Das heißt, ich weiß es doch, es hat eine, aus meiner festen Überzeugung. Gerade Osteuropäer haben ihn. Aber man hat das Gefühl, ein ums andere Mal führt Erdogan sie im Grunde auch vor. Sie haben sich gestern noch mal wieder am Rande des NATO-Gipfels getroffen. Sie sagen, es sei konstruktiv gewesen, aber im Punkto Besuch von Bundestagsabgeordneten am Standort in Incirlik haben sie nichts erreicht. Es sei denn, Sie erzählen uns jetzt was anderes. Können Sie das einfach so hinnehmen? Was haben Sie denn überhaupt für Druckmittel? Frau Bundeskanzlerin, herzlich willkommen. Seit wir letztes Jahr an dieser Stelle saßen, war das ja wirklich ein außergewöhnliches Jahr. Schon damals gab es jede Menge Krisen. Jetzt ist eine Flüchtlingskrise in der Zwischenzeit dazugekommen. Sie standen da auch stark unter Druck. Der IS-Terror ist noch mal näher gekommen nach Brüssel. Und jetzt steht Europa am Scheideweg nach der jüngsten Brexit-Entscheidung. Wie viele Krisen kann man eigentlich überhaupt gleichzeitig managen? Wir sind ja als Politiker und ich als Bundeskanzlerin natürlich auch aufgefordert, auf die Dinge zu reagieren und vor allen Dingen auch Lösungen anzubieten, die passieren. Und da kann man in der Tat sagen, dass es ein sehr intensives Jahr war, dass manches ja auch miteinander zusammenhängt, zum Beispiel der IS-Terror, der Bürgerkrieg in Syrien und die Flüchtlingsbewegung. Das ist natürlich sozusagen nicht voneinander zu trennen. Aber richtig ist, wir haben sehr viel zu tun und die Themenlage ist vielfältig. Sie haben viel zu tun, heißt das, Sie fahren auch ein bisschen auf Sicht? Naja, man kann nicht einfach auf Sicht fahren. Ich glaube, dass sehr viel nachgedacht werden muss. Also gerade was die Flüchtlingsfrage anbelangt, habe ich schon sehr viel darüber nachgedacht. Wie müssen wir eigentlich grundsätzlich ansetzen, damit wir nicht von Monat zu Monat uns bewegen, sondern damit wir die nächsten Jahre, ich will vielleicht sogar sagen Jahrzehnte im Blick haben. Und da kommt dann eben das Thema Fluchtursachen bekämpfen. Dann kommt das Thema, wie gehen wir mit unserem Nachbarkontinent Afrika um? Großes Bevölkerungswachstum, großer Druck, auch Armut. Und das heißt, Entwicklungspolitik wird an Bedeutung gewinnen. Wir müssen die politischen Lösungen finden für Syrien, für Irak. Große Aufgaben in der Tat und alles Aufgaben, die im Übrigen auch nicht von einem Land alleine bewältigt werden können. Es gibt heute kein Land mehr, das das alleine kann. Und deshalb sind natürlich Bündnisse wie zum Beispiel die Europäische Union auch sehr, sehr wichtig. Nun sprechen Sie selbst auch von einer Welt in Unruhe, auf Ruhe und Besonnenheit. Und vielleicht beginnen wir dann mal bei dem Thema Europa und Brexit. Ein Plan, wie es weitergehen könnte, den haben Sie nicht präsentiert, sondern haben gesagt, jetzt müssen wir erst mal ruhig bleiben und die Dinge ordnen. Das kennt man auch schon von Ihnen. Einen Plan haben Sie nicht präsentiert, auch deshalb, weil Sie vielleicht glauben, dass es am Ende doch keinen Brexit gibt, dass die britische Regierung vielleicht den Antrag gar nicht stellt? Nein, das ist falsch. Ehrlich gesagt ist es ja so, dass unser Plan, wie wir Europa entwickeln wollen, ja da ist. Wir haben ja unsere Aufgaben, wir haben eine strategische Agenda, wie wir das sagen, als die Europawahl war, haben zum allerersten Mal die Kommission, das Europäische Parlament und der Europäische Rat gemeinsam die Schwerpunkte für diese 5 Jahre beschrieben.
Und das Referendum haben ja die Briten gemacht und nicht wir. Und insofern weiß ich nicht, warum wir jetzt sofort einen Plan haben müssen, sondern wir müssen erst mal zur Kenntnis nehmen, dass Großbritannien mehrheitlich entschieden hat, aus der EU austreten zu wollen. Und diese Entscheidung ist aus meiner Sicht gefallen. Und jetzt ist der nächste Schritt, dass Großbritannien, das wollen sie erst machen, wenn sie eine neue Premierministerin haben, nach menschlichem Ermessen, dann einen Antrag nach Artikel 50 entsprechend der EU-Verträge stellt. Und ich gehe davon aus, dass das geschieht, ja. Also anders als der Bundestagspräsident, der heute sagt, es könnte auch sein, dass die in 2 Jahren immer noch Mitglied der EU sind. Ich befasse mich mit den Realitäten und ich gehe davon aus, ganz fest, dass dieser Antrag gestellt werden wird. Nun hat der SPD-Chef Sigmar Gabriel den Aufruf zur Besonnenheit genannt in einem Interview eine versteckte Ausrede für Nichtstun. Und er wirft Ihnen und insbesondere Finanzminister Schäuble erhebliche Fehler in der Europapolitik vor. Wir hören vielleicht mal ganz kurz rein. Aus einem Interview war das letzten Sonntag bei Berlin Direkt. Aber es ist eben so gewesen, dass davor Herr Schäuble und auch Frau Merkel im Wesentlichen gesagt haben, Wettbewerb reicht, jedes Land ist für sich selbst verantwortlich. Und im Ergebnis ist Europa immer tiefer gespalten worden. Immer tiefer gespalten worden, das ist harter Tobak. Und irgendwie hört sich es an, als wäre Ihre Regierung jetzt auch ziemlich gespalten. Ja, können Sie also noch wir haben ja glücklicherweise eine Koalitionsvereinbarung. Und in der Koalitionsvereinbarung haben wir uns auch ganz intensiv mit Europa beschäftigt. Und haben ganz klar gesagt, wir wollen auf der einen Seite eine wachstumsorientierte Politik. Wir brauchen dafür in vielen europäischen Ländern Strukturreformen. Und wir brauchen natürlich auch solide Haushalte, damit nicht wieder das passiert, was ja passiert ist, als wir in die Eurokrise hineingegangen sind. Und ich will vielleicht nur daran erinnern, Spanien hat jetzt zum ersten Mal in diesem Sommer wieder solche Arbeitsmarktzahlen, Arbeitslosenzahlen gehabt wie vor 2009, also vor der Krise. Das heißt, Strukturreformen helfen, wenn man sie macht. Und natürlich ist es zum Teil ein schwieriger Weg, aber ich will vielleicht auch mal daran erinnern, dass wir in Deutschland damals noch unter dem SPD-Kanzler Schröder eine Agenda 2010 gemacht haben, die wir sehr unterstützt haben seitens CDU und CSU. Und das hat dazu geführt, dass wir wieder mehr Arbeitsplätze haben, damit auch mehr Wachstum bekommen haben. Und diesen Weg, glaube ich, den haben wir genommen und den müssen andere auch nehmen. Und dann werden Sie auch Herrn Gabriel jetzt daran erinnern, dass Sie dann die Richtlinienkompetenz haben und das dann auch so entscheiden, dass der Weg... Schauen Sie, wir treffen doch alle Beschlüsse, die wir zu treffen haben, gemeinsam. Und insofern werde ich mich damit jetzt nicht aufhalten, sondern was haben wir jetzt gemacht? Wir haben natürlich einen Europäischen Rat gehabt, wir haben mit Großbritannien gesprochen, wir haben deutlich gemacht, dass es keine Verhandlungen gibt, bevor Großbritannien nicht den Antrag gestellt hat, also keine Rosinenpickerei. Mhm. Und wir werden uns als 27 Regierungschefs informell treffen in Bratislava Mitte September, um dort an 3 Punkten weiterzuarbeiten. Und das sind keine Fragen von Institutionen jetzt oder Vertiefung, sondern Fragen, wie können wir Resultate erzielen? Einmal bessere innere und äußere Sicherheit inklusive Schutz der Außengrenzen. Zweitens die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, des Wachstums und der Arbeitsplätze. Und drittens, was können wir tun für die vielen arbeitslosen jungen Menschen? Da hatten Sie schon viel vor. In Europa haben auch schon viel beschlossen. Aber am Ende mussten doch gerade die jungen Leute den Eindruck gewinnen, dass dieses Europa eben ihre Probleme nicht lösen kann. Und das ist doch im Grunde Futter auch für jeden Populisten, der dann in Großbritannien für den Austritt werben konnte damit. Ja, in Großbritannien hat man sich mit anderen Fragen beschäftigt. Gerade Großbritannien ist nicht das Land mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit. Dort hat man gehadert mit der Freizügigkeit, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus europäischen Ländern nach Großbritannien kommen konnten. Und da sind sie hingegangen, weil Großbritannien gerade so viele Arbeitsplätze hat. Also das Thema liegt ganz anders. Aber Sie haben recht, wir haben noch längst nicht alles geschafft. Wir haben ein Jugendarbeitslosigkeitsbekämpfungsprogramm von 7 Milliarden Euro, das gerade den Ländern zugutekommt, die eine sehr hohe Arbeitslosigkeit haben. Da ist einiges geschehen, aber noch nicht genug. Und deshalb müssen wir daran weiterarbeiten. Mhm. Nun ist die deutsche Sparpolitik das eine, was möglicherweise zu Europa-Verdrossenheit beigetragen hat. Das jedenfalls ist ja der Vorwurf. Der andere Vorwurf wirkt nicht weniger schwer, dass nämlich Ihre Flüchtlingspolitik
im Grunde ebenso Futter für Populisten in Europa war und dann möglicherweise mit zum Brexit geführt hat. Solche Vorwürfe kommen von Viktor Orban. Das ist nun nicht wirklich ein Wunder, vom ungarischen Ministerpräsidenten. Aber auch andere haben sich angeschlossen, zum Beispiel der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff. Können wir gerade mal noch hören oder sehen, was er gesagt hat. Angela Merkel sollte sich zurückhalten, sagt er. Dass sie jetzt von manchen zur Retterin der EU stilisiert wird, ist absurd. Der Brexit geht auch auf ihr Konto. Die Kanzlerin hat in der Flüchtlingskrise im Alleingang alle Regeln außer Kraft gesetzt. Der Brexit geht auch auf ihr Konto. Ist das für Sie gänzlich Unsinn oder sehen Sie da doch irgendeine Linie? Ich möchte erst noch mal was sagen zur deutschen Sparpolitik. Deutschland hat eine Position vertreten, im Übrigen nicht alleine, die gesagt hat, wir brauchen Strukturreformen. Und natürlich brauchen wir auch Solidität in den Haushalten, weil wir gesehen haben, dass gerade die Euro-Krise ausgebrochen ist, zum Beispiel am Beispiel von Griechenland, als Griechenland 14% Defizit hatte. Und insofern, glaube ich, haben wir hier schon den richtigen Mix gefunden. Und die Strukturreformen sind die Voraussetzung, dass wir auch weiter Arbeitsplätze in Europa haben und nicht die Arbeitsplätze woanders entstehen. Jetzt zu dem Thema der Flüchtlingsfrage und ob das die Entscheidung in Großbritannien beeinflusst hat. Nach allem, was ich weiß, hat die Frage der Freizügigkeit, bei der Herr Lambsdorff sicherlich der Letzte ist, der da Einschränkungen zugestehen würde, eine Rolle gespielt. Nach allem, was uns auch David Cameron gesagt hat, war das das bestimmende Thema, nicht das Thema Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Und ich finde es trotzdem richtig, dass wir gesagt haben, die vier Grundfreiheiten, also die Freiheit des Personenverkehrs, die Freiheit der Güter, der Dienstleistungen und des Kapitalmarkts, die machen den Binnenmarkt, also unseren gemeinsamen Markt aus. Und ich meine, dass Studenten heute überall studieren können, dass wir die Erasmus-Programme haben, dass man die Waren aus allen Ländern ohne Schwierigkeiten kaufen kann. Das macht natürlich auch die Stärke Europas aus. Und deshalb haben wir hier auch keine Kompromisse gemacht. Das hat allerdings dazu geführt, dass Großbritannien viele Menschen hatte, sehr auch knapp ausgegangenes Referendum, aber viele hatte, die damit nicht einverstanden waren. Also auch hier gilt, wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Bundeskanzlerin, dass Sie keine Verantwortung spüren in irgendeiner Weise, dass die Entwicklungen auch gerade beim Thema Flüchtlinge beigetragen hätte jetzt zu einer Europa-Verdrossenheit und zu diesem Ergebnis. Schauen Sie, die Umstände sind schwierig und wir standen vor der Frage, als Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Irak kamen ja im Wesentlichen im letzten Jahr, über die Route des westlichen Balkans, über Griechenland. Lassen wir Griechenland alleine mit dieser Aufgabe? Behandeln wir Flüchtlinge richtig schlecht, wie das zum Beispiel in Ungarn gemacht wurde? Oder sind wir bereit, aus humanitären Gründen Menschen Schutz zu geben? Und wenn man sich mal anguckt, wo unser Raum der Freizügigkeit endet, dann ist das zum Beispiel auch Zypern gehört zum Schengen-Raum. Und gegenüber liegt Syrien. Wir sind also auch ein Nachbargebilde von Syrien. Und wenn man dann sieht, dass die Türkei 3 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat, Libanon über 1 Million, Jordanien knapp 1 Million, dann weiß ich nicht, ob Europa nicht auch eine humanitäre Verantwortung in so einer Situation hat. Das heißt, ich weiß es doch, es hat eine, aus meiner festen Überzeugung. Gerade Osteuropäer haben Ihnen da das Stoppschild aufgestellt und Sie haben nichts erreicht. Und ich glaube, dass jedes andere Reagieren uns in unserer gesamten Glaubwürdigkeit, was Werte anbelangt, völlig sozusagen, das wäre völlig inakzeptabel gewesen. Und jetzt müssen wir natürlich lernen, wie wir mit solchen Prozessen umgehen. Erste Lehre, früher sich darum kümmern, wie geht es den Menschen in unserer Nachbarschaft. Also das, was ich unter Fluchtursachen bekämpfen sehe. Und da haben wir vielleicht alle miteinander nicht ausreichend genau hingeschaut. Deshalb gab es jetzt Gott sei Dank die Londoner Konferenz, dass die Lebensmittelgrundlage besser ist, dass die Kinder beschult werden in Jordanien und Libanon. Deshalb helfen wir der Türkei mit Projekten für die Flüchtlinge, damit sie auch nah ihrer Heimat dann auch sich aufhalten können. Zweiter Punkt, wir müssen natürlich lernen, unsere Außengrenze zu schützen und die illegale Migration zu unterbinden. Wir können ja nicht Menschen sozusagen zumuten, dass sie unter unsäglichen Umständen dann zu uns kommen und Hunderte, im Mittelmeer sogar Tausende ihr Leben verlieren. Und drittens dann eine faire Verteilung natürlich auch innerhalb Europas, woran es immer noch mangelt. Bei den anderen beiden Punkten haben wir deutliche Fortschritte gemacht. Haben sich dabei allerdings einen schwierigen Partner aussuchen müssen. Viele hatten Ihnen sozusagen nicht zugetraut, dass Sie überhaupt
zu diesem Abkommen erfolgreich beitragen. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber im Grunde haben sie sich jetzt, hat Europa sich abhängig gemacht, fast von den Launen, kann man schon sagen, von Präsident Erdogan. Diese Kröte war eine große. Nein, das finde ich nicht. Ich kann ja innenpolitisch nicht richtigerweise sagen, dass ich nicht alles richtig finde in der Türkei. Ich muss trotzdem sagen, dass 3 Millionen Flüchtlinge aufzunehmen eine wirkliche humanitäre Tat ist. Und es gibt ein gegenseitiges Interesse. Auch Präsident Erdogan ist nicht daran interessiert, dass in der Ägäis allein in 2 Monaten 400 Menschen ihr Leben verlieren vor unseren Augen. Mhm. Und insofern glaube ich, dass es fair ist, dass wir der Türkei bei der Bewältigung der Flüchtlingssituation helfen und auf der anderen Seite wir das gemeinsame Interesse haben, illegale Migration zu unterbinden. Und genau deshalb habe ich ja zum Beispiel auch gesagt, wenn das sich stabilisiert, dass man dann auch legal wieder in Europa Flüchtlinge aufnehmen muss und auch darüber mit der Türkei sprechen muss. Das ist ja auch Teil des EU-Türkei-Abkommens. Aber man hat das Gefühl, ein ums andere Mal führt Erdogan sie im Grunde auch vor. Sie haben sich gestern noch mal wieder am Rande des NATO-Gipfels getroffen. Sie sagen, es sei konstruktiv gewesen, aber im Punkto Besuch von Bundestagsabgeordneten am Standort Incirlik haben sie nichts erreicht. Es sei denn, sie erzählen uns jetzt was anderes. Können Sie das einfach so hinnehmen? Was haben Sie denn überhaupt für Druckmittel? Also erstens ist ja bekannt gewesen, dass es hier einen Dissens gibt zwischen der Resolution des Deutschen Bundestages, den der Bundestag natürlich in seiner freien Entscheidung trifft, und der Meinung der Türkei zu diesem Thema. Ja. Jetzt muss man sprechen, wie notwendige Kontakte. Ich will ausdrücklich sagen, es ist notwendig, dass unsere Abgeordneten in die Türkei reisen können, nach Incirlik, dass sie ihre Soldaten besuchen können. Wir haben eine Parlamentsarmee, wie man das sozusagen miteinander bespricht. Die Verteidigungsministerin war da. Ich habe jetzt ein erstes Gespräch mit dem Präsidenten also geführt. Also Sie glauben, Sie können bekommen ihn umgestimmt? Ich sage einfach, es war konstruktiv und es muss weitergeführt werden. Und es muss eine Möglichkeit geschaffen werden, dass die Abgeordneten ihre Soldaten besuchen können. Und könnte man... Oder unsere Soldaten, muss man, besser gesagt. Muss man möglicherweise daran denken, die Soldaten da abzuziehen? Ich denke jetzt erstmal daran, wie ich die Gespräche weiterführe. Und ich habe gestern gesagt, dass es ein erstes Gespräch war und jetzt muss man weiterarbeiten. Noch ist die Lösung nicht da. Mhm. Aber das ist nicht das erste Mal in der Politik, dass es bei einem Gespräch noch nicht reicht. Also Sie setzen da auf Überzeugungsarbeit. Wenn man sich noch mal, das war ja unser Ausgangspunkt, dieses vergangene Jahr so anschaut dann, und Bilanz zieht, dann gehört dazu, dass Sie den Titel Flüchtlingskanzlerin bekommen haben. Das meinen manche positiv, manche meinen das positiv, manche meinen das negativ. Wahrscheinlich haben Sie ihn tatsächlich schon mal gehört. Der amerikanische Präsident hat Sie gerade noch mal wieder für Ihre Politik gelobt. Gestern auch noch mal in Warschau. Aber tun Sie nicht im Grunde seit 10 Monaten nichts anderes als Ihre Entscheidung von September, die Folgen ein Stück weit einzufangen, auszugleichen? Dazu gehört das Abkommen mit der Türkei, was schwierig ist. Dazu gehören Asylgesetze. Dazu gehört die klare Botschaft, wir reduzieren die Flüchtlingszahlen. Hat sich am Ende Frau Merkel eigentlich doch Horst Seehofer durchgesetzt? Es ist doch ganz normal, wenn wir ein Problem haben. Und wir hatten in Europa 2 Probleme, daran will ich noch mal erinnern. 1, mit der Eurokrise können wir unsere Währung verteidigen. Da haben wir eine Unzahl von Maßnahmen eingesetzt, Rettungsprogramme gemacht, eine Bankenunion geschaffen. Und damit den Euro doch noch nicht abschließend, aber viel, viel besser stabilisiert. Und jetzt haben wir plötzlich eine Situation gehabt, wo wir gemerkt haben, der Raum, in dem wir uns frei bewegen können, den können wir von außen nicht richtig schützen, insbesondere da, wo wir Meeresgrenzen haben. Und da mussten wir wieder eine Vielzahl von Maßnahmen machen. Und das sind Maßnahmen, die sind nach außen gerichtet. Wie gesagt, Fluchtursachen bekämpfen und mit den Nachbarstaaten auch Abkommen schließen. Das wird nicht das letzte Abkommen sein. Die Europäische Kommission arbeitet mit Niger, mit afrikanischen Staaten. Wir werden uns mit Ägypten als einem Nachbarland befassen müssen. Es wird nicht leichter, dort Abkommen zu schaffen. Nein, es wird nicht leichter. Ja. Unsere Umgebung, wenn Sie sich mal angucken, unsere Umgebung, die Nachbarländer des Schengen-Raums sind vom... Der Nordpol ist der einfachste Punkt. Dann kommen Russland, Weißrussland, Ukraine, Türkei und dann Syrien,
Libanon, Jordanien, Israel, Ägypten, Tunesien, Marokko, Algerien. So. Alles schwierige Partner in dem Sinne. In der Tat. Zweitens mussten wir natürlich angesichts der Tatsache, dass sehr viele Menschen zu uns gekommen sind, einmal lernen, dass die, die eine gute Bleibeperspektive haben, die aus humanitären Gründen kommen, bei uns natürlich eine Heimat haben, insbesondere für die Zeit, in der Bürgerkriege sind. Und dass die, die keine Bleibeperspektive haben, insbesondere waren das im ersten Halbjahr des letzten Jahres ja die Staaten des westlichen Balkans, dass wir da auch Wege finden, wieder sie nach Hause zu schicken. Mhm. Auch das gehört dazu, dass man humanitär ordentlich arbeiten kann. Und dann müssen wir uns mit der Integration beschäftigen. Ja, das ist das, die große Aufgabe, die natürlich hinzukommt, wenn sehr viele Menschen zu uns gekommen sind. Und da steht man sicherlich erst am Anfang. Jetzt sind Sie meiner Frage wunderbar ausgewichen, ob die noch mal auf Horst Seehofer zielte. Die CSU legt nun offenbar keinen Wert mehr darauf, dass Sie Obergrenzen benennen. Stellt Sie das irgendwie zufrieden? Sagen Sie... Also ich habe dargestellt, welche Aufgaben wir zu lösen haben durch das, was im letzten Jahr geschehen ist. Und ich stehe zu jeder der Entscheidungen, die ich, die wir auch in der Bundesregierung getroffen haben. Wir wussten ja auch im Übrigen schon im August des letzten Jahres, dass mindestens 800.000 Flüchtlinge zu uns kommen werden, haben das damals auch gemeinsam beschlossen. Und jetzt müssen wir gemeinsam eben auch die Lösung der Probleme angehen. Da gibt es eine außenpolitische Dimension, das habe ich versucht darzustellen. Es gibt eine innenpolitische Dimension. Und ich bin sehr froh, dass wir am Freitag das Integrationsgesetz verabschiedet haben. Das hat es in Deutschland noch nicht gegeben, Bundestag und Bundesrat. Und dass wir auch einen Weg gefunden haben, wie wir die Länder bei den Integrationskosten unterstützen. Und der Bund leistet Frau hier Erhebliches. Den Namen Horst Seehofer haben Sie somit gut umschifft. Wir kommen zum Schluss. Ich brauche nicht zu umschiffen, dass es dann Dissens gab, ist klar. Und dass wir jetzt in die Zukunft gucken, ist auch klar. Wir hatten eine gemeinsame Tagung von CDU und CSU. Wir sind beide Parteivorsitzende. Und ich habe immer gesagt, auch wenn es einen Dissens gab, dass das Gemeinsame zwischen CDU und CSU weitaus stärker ist als das, was unterschiedlich ist. Zum Schluss noch unsere Rubrik Schlagzeilen der Zukunft. Wir haben ein bisschen vorausgedacht und sagen, Sie sagen uns, wie viel Wahrscheinlichkeit darin möglicherweise steckt. Eine Schlagzeile der Zukunft, 9. Januar 2017. Schmusekurs mit Putin. Merkel erwägt Aufweichung der Sanktionen. Das hängt einzig und allein davon ab, ob wir bei der Umsetzung des Minsk-Abkommens vorankommen. Gerade jetzt am Rande des NATO-Gipfels haben wir uns damit wieder intensiv befasst. Und es gibt kleine Fortschritte, aber noch nicht genug. 9. November 2016, Signal für die GroKo. Merkel schlägt Steinmeier als Bundespräsident vor. Ich weiß nur, dass wir uns alle verabredet haben, das nach den nächsten Landtagswahlen zu machen. Und dann schauen wir mal. Der 9. November ist eher der Tag, an dem ich an die Maueröffnung denke. Mhm. Muss es ein Unionskandidat sein? Es sollte versucht werden, einen Kandidaten oder eine Kandidatin zu finden, die auf breite Unterstützung zählen kann. Mhm. Daran arbeiten wir alle. 6. Dezember 2016, Paukenschlag auf dem CDU-Parteitag. Merkel verzichtet auf Kanzlerkandidatur. Dass ich mich zu dem Thema zum gegebenen Zeitpunkt, wie ich immer sage, äußere, habe ich ja schon oft gesagt. Aber wann der sein wird, das müssen wir abwarten. Der Zeitpunkt sein wird, genau. Damit habe ich jetzt fast gerechnet. Erwarte gar nicht, dass Sie uns sagen, wie Sie sich entscheiden. Aber vielleicht nur, ob Sie sich schon entschieden haben. Es wird das gesagt, wenn es notwendig ist, was notwendig ist. Vielen Dank, Frau Bundeskanzlerin, für dieses Gespräch. Ihnen, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse. Nächsten Sonntag das Sommerinterview von Thomas.